Games. Challenge everything. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ja, und damit herzlich willkommen zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Teil 3 der Harry Potter Spielereihe. Immer noch auf der PlayStation 2, diesmal aber ganz regulär. Die ersten beiden Teile sind ja ursprünglich für die PlayStation 1 erschienen und wurden dann quasi komplett neu aufgelegt für die PlayStation 2. Und diesmal ist das quasi der erste Teil, der tatsächlich für die PlayStation 2 erschienen ist. Ich glaube, er ist etwas anders als die beiden bisherigen. Ich glaube, dass es sein könnte, dass man grafisch vielleicht gar nicht so den großen Unterschied sieht, denn der ist ja eigentlich zuerst entstanden, bevor die anderen beiden für die PlayStation 2 neu aufgelegt wurden. Ich habe keine Ahnung. Nein, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Halt, stopp, zurück. Bonusaktivitäten, okay. Optionen, da können wir mal kurz reingucken. Oh Gott, Flugsteuerung. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Untertitel lassen wir ein, Vibration lassen wir auch ein. Ja, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Freizeitspiele, iToy-USB-Kamera benötigt, habe ich nicht, brauche ich nicht. Was ist denn Bonusaktivitäten? Minigames, okay. Ja, das können wir uns vielleicht so gegen Ende nochmal angucken. Ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt an Intro kommt, es ist komplett blind. Ich habe da noch nicht mal reingeschaut. Ich kenne nur ein paar Fotos davon und aufgrund dieser Fotos vermute ich eben, dass es ein kleines bisschen anders ist als die bisherigen beiden Spiele, aber ich weiß es nicht sicher. Wir lassen uns jetzt überraschen und ja, dann starten wir mal ein neues Spiel und legen los. Also die Ladezeiten haben sich nicht verändert. Mann, vor 12 Jahren hat Sirius Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch getötet. Stell dir vor, ein einziger Fluch. Krummbein, nicht! Komm da raus, wenn du das Monster nur einmal unter Kontrolle hättest. Jetzt muss ich Katze suchen. Beruhig dich, Ron. Oder willst du Professor Lupin, den neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, wecken? Kein Problem, Ron. Ich helfe dir, Katze zu suchen. Komm. Ich glaube, Kretze ist Dalan. Ui, wir dürfen schon spielen. Das ging jetzt relativ schnell. Wir befinden uns im Hogwarts Express. Und ich muss jetzt gerade mal hier antesten. Also Steuerkreuzsteuerung geht nicht, aber Analogstick. Das ist mir auch eigentlich lieber so. Wir stellen fest, dass die Charaktere wieder sehr schön gestaltet sind. Schön nah an den Schauspielern. Das hat man vor allem bei Professor Lupin gesehen. Beeilung, Harry! Oh Gott, oh Gott. Hör auf, du wächst Professor Lupin. Ich mach doch gar nichts. Ich will doch nur gucken, Mensch. Ich will ja Sachen einsammeln. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich überhaupt machen kann. Habe ich ein Menü? Nee. Okay, ich kann zaubern. Ja, und viel mehr kann ich auch noch nicht. Das ist ganz normal. Pause? Ja, Entschuldigung. Ich musste ja jetzt erstmal hier gucken, was Sache ist. Also wir befinden uns, wie gesagt, im Hogwarts Express auf dem Weg zur Schule. Und bevor ich da Ron hinterherkomme, um seine Ratte Krätze zu finden, möchte ich natürlich schauen, ob ich hier im Zug was einsammeln kann. Ich gehe jetzt erst nochmal ein Stückchen zurück. Komm, Harry, mir nach! Ja, gleich. Jetzt mach mal nicht so eine Hektik hier. Okay. Wir haben Grafikbugs. Das ist auch schön. Also von der Steuerung her bisher völlig normal. Nichts Komm, Harry, Außergewöhnliches. Ja, dann gehen wir ihm halt mal nach, okay. Kleiner.
Oh, das Monsterbuch der Monster. Was? R1 und dann Flipendo. Okay, R1, Flipendo. Ja, das kriege ich hin. Wenn es offen ist, okay. Hau ab! Du kannst es nur schlagen, indem du auf es zielst. Ich ziel doch drauf, was willst du eigentlich? Finde Flipendo an, ich stopp es. Ja, dann mach das. Das war jetzt nicht schwer. Ja, schön. Das Monsterbuch der Monster, ein Schulbuch, das im dritten Schuljahr auf der Liste steht. Harry, hilf mir doch hier mal. Und lass mich doch mal ausreden, und zwar für das Fach Pflege magischer Geschöpfe. Nimm den anderen Griff, ich kann das nicht allein heben. Du kannst mal kurz die Backen halten, damit ich auch mal was sagen kann. Ich werde Kamera mit dem rechten Analogstick, okay? Das ist schon mal schön, das hatte ich, glaube ich, vorher nicht. Da hatte ich öfter mal Probleme mit der Kameraperspektive. Da oben sitzt Krummbein, das ist Hermines Kater. Hey, nimm den anderen Griff, damit wir die Truhe wegtragen können. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich versuche, meine Erklärungen zu der ganzen Story dem Spiel anzupassen, also eben da nicht vorzugreifen. Aber was ist das denn? Harry, hilf mir, oh, da quakt ein Schokofrosch, ich will den haben. Oh, ja, ist ja gut. Bevor er da noch weiter rumsabbelt. Das ist ja geil. Können wir absetzen? Nein, ich weiß ja nicht wo. Ja, komm. Suchen wir Krätze. Nein, ich suche jetzt erstmal den Schokofrosch, der da bestimmt drin ist. Und den ich nicht sehe. Habe ich gerade noch die Kameraeinstellung gelobt? Ich nehme das sofort zurück. Ich hätte gerne irgendwas, wo ich die Kamera automatisch ausrichten kann. Das gibt's aber anscheinend nicht. Ah doch, okay. Also auch mit R1, dann springt die Kamera automatisch hinter mich. Sieh mal einer an. Hotti und das Wiesel. Wusste ich's doch, dass diese schäbige Ratte etwas mit euch zu tun hat. Gib sie mir zurück, Malfoy. Sonst was, Weasley? Sonst werde ich... Recto Sempra! Du hast es so gewollt, Malfoy. Recto Sempra ist eigentlich der Kitzelfluch. Eigentlich, ja, gibt Schlimmeres. Oh Gott. Los, weg da! Daneben! Was heißt da daneben? Ich werde hier von drei Leuten attackiert. Hast du denn gar nichts? Und drücke dann Flipendo. Ja, mache ich ja. Habe ich auch eine Gesundheitsanzeige? Nee, ne? Die anderen haben eine. Ich sehe jetzt bei mir gerade keine. Es ist gerade etwas unübersichtlich. Allerdings... Nicht gut genug, Potter. Ups. Ja. Hallo. Geht das auch wieder weg? Danke. Das ist ja geil. Dass das unübersichtlich ist, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Du würdest nicht mal ein Haus treffen, Weasley. Weil das eigentlich so ein bisschen der Situation entspricht. Okay, jetzt darf ich gegen Malfoy. Das klappt gerade ziemlich gut. Einfach nur draufhauen. Ja. Das findest du mal wieder super lustig. Was, Malfoy? Lass ihn, Ron. Warum hält der Zug? Da draußen bewegt sich was. Okay. Da geht es jetzt gerade schon richtig schön zur Sache. Was ich jetzt in diesem Spiel noch nicht weiß, oh. Ich krieg langsam Gänsehaut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte mich vielleicht beeilen, denn mein Pad vibriert schon ordentlich. Und ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Und ich weiß, wo das herkommt. Ich bin tot. Danke. Nee, das sollte es sein. Okay, ich steuere jetzt gerade Ron und darf Harry rausziehen und vor uns sehen wir einen Dementor. Ein Dementor ist ein
Wesen, das einem das Glück aussaugt. Und einen zwingt, die schlimmsten Momente noch einmal zu erleben. Ich bin ja schon dabei. Ist jetzt gerade natürlich nicht so einfach, weil ich mich nur sehr langsam bewegen kann. Ist aber schön gemacht. Gefällt mir gerade richtig gut hier von der Story her. Was? Hin und her, um dich zu befreien. Okay, ja, wie denn? Wie hin und her? So einfach, okay. Also quasi abschütteln. Mhm. Ui. Oh, jetzt bitte nicht noch einer. Ich sehe ja auch nichts. Jetzt kann ich auch gerade die Kamera nicht schwenken. Ich muss Harry von ihr wegbringen. Was aber auch realistisch ist, denn Ron hat nun mal hinten keine Augen. Keiner von uns versteckt Sirius Black unter seinem Mantel. Harry, Harry! Geht's dir gut? Was? Bist du okay? Ja, was ist passiert? Wer hat geschrien? Keiner hat geschrien. Ich habe Schreie gehört. Hier ist was, das wird dir gut tun. Was war das für ein Ding? Ein Dementor, einer der Dementoren von Azkaban. Bist du wirklich okay, Harry? Ja. Nimm dieses Buch, Harry. Nein. Du wirst es noch brauchen. Es fehlen ein paar Seiten, aber du findest sie bestimmt in Hogwarts. Oh, toll. Mir gefällt es jetzt schon richtig gut. Die Dementoren von Azkaban sind also die Gefängniswachen von Azkaban und wir haben ja gehört, Sirius Black ist ausgebrochen und die Dementoren suchen nach ihm. Und deshalb sind sie uns da in die Quere gekommen. Der Hogwarts-Express erreichte schließlich sein Ziel. Und bald waren Harry und seine Freunde wieder sicher im Gryffindor-Turm. Oh, der kommt mir doch sehr bekannt vor. Der Gedanke, dass Sirius Black ihn sucht, beschäftigte Harry sehr. Und Professor Dumbledores Warnung, dass die Dementoren auf dem Schulgelände Wache schieben würden, bis Sirius Black gefasst sei, bestätigte ihn nur in seiner Angst. Im vertrauten Schlafsaal jedoch fühlte Harry sich endlich sicher und geborgen. Harry, hast du dir das Folio Booty von Lupin schon angesehen? Nein, noch nicht. Los, dann machen wir das jetzt. Zeig doch mal. Das Folio Booty. Komm, zeig mir das Folio Booty. Okay, jetzt darf ich auch ein Inventar benutzen. Oh, das sieht aber ganz anders aus jetzt. Moment, Folio Universitas, Folio Bruti, Aufgabenspielstand. Also vom Prinzip her, so wie wir es kennen, allerdings anders von der Optik her. Aber man hat schon kurz gesehen im Treppenhaus, dass anscheinend die Schule doch wieder sehr ähnlich zu dem ist, was wir in den ersten beiden Teilen hatten. Was mich sehr freuen würde, weil dann finde ich mich wenigstens zurecht. Und ich bin aber jetzt schon sehr angetan von diesem Teil, muss ich sagen, weil er sich schön an der Story orientiert bisher. Aber ist natürlich zu früh, um da schon was zu sagen. Wow, so. Toll. Wir müssen die restlichen Seiten finden. Ja, okay. Das Folio Bruti ist also quasi unser Monsterverzeichnis oder unser Wesenverzeichnis. Ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich Tierwesen sage, denn Dementoren gehören meines Wissens nicht zu den Tierwesen, sondern wahrscheinlich eher zu den Geistwesen. Es gibt also Tierwesen, es gibt Geisterwesen und was war das dritte? Mein Gott, ist das peinlich. Ja, Zauberwesen. Zauberwesen sind zum Beispiel, jetzt muss ich gerade überlegen, zum Beispiel Banshees, Todesfeen sind Zauberwesen. Oder Vetteln sind, glaube ich, Zauberwesen, Vampire sind Zauberwesen. Zentauren nicht, Zentauren gehören zu den Tierwesen, die haben sich extra so einstufen lassen. Dementoren könnten entweder Geistwesen oder Zauberwesen sein. Ich tippe eher auf Geistwesen, aber okay. Ich glaube, so weit geht das Spiel nicht. Wir müssen also wieder Einträge sammeln, das kennen wir ja auch schon. Und was jetzt hier neu ist, ist, dass wir eine Anzeige haben, Hermine, Harry und Ron. Und es sieht so aus, als hätten die eigenes Inventar. Das sind auf jeden Fall verschiedene Plätze. Und wir haben ja gerade eben schon mal Ron gesteuert. Was das hier ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal den Aufgabenspielstand an. Aha, Duellierclub, Eulenrennen, Flug auf Seidenschnabel. Eigentlich freue ich mich drauf, aber da ich ja immer so Probleme mit Flugsteuerung habe, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mich freue. Okay. Ah, das werden wir alles noch kennenlernen. Und wir haben hier eine Bertie Bott's Bohne. Kann ich die anklicken? Nö. Gut. Ich glaube, das reicht dann auch. Total cool. Los, zeigen wir es Hermine. Ja, gleich.
erstmal möchte ich hier wieder mal mich dran erfreuen, dass am Bett von Dean Thomas wieder ein Fußballplakat hängt. Und auch wieder hier der Koffer mit den Initialen drauf. Also es ist schon grafisch, es ist ein bisschen aufgemotzt, es ist ein bisschen detailreicher. Das sieht man hier schon an den Koffern. Aber vom Prinzip her, so wie wir es kennen. Los, gehen wir. Und natürlich wird mir ständig wieder ins Wort gefallen. Das hier ist, glaube ich, das Bett von Ron, genau. Da müsste hier eigentlich ein Charlie Cannons Poster sein, auch richtig. Und hier hat gerade was sich bewegt. Diese Kiste hier hat sich gerade bewegt, aber aus irgendeinem Grund kann ich die nicht öffnen. Komm, suchen wir Hermine. Nein, ich suche jetzt erst Sachen. Okay, viele Geräusche, alles gut. Also vom Aufbau her, so wie wir es kennen. Und dann gehen wir jetzt runter in den Gemeinschaftsraum und suchen eben Hermine. Ich bin gespannt, ob wir dann auch wieder sowas wie Tag beenden, Nacht beenden Hermine, haben. Das hat mir immer leid. Gut gefallen. Aber ich habe gerade echt viel zu tun. Aber weißt du noch, deine Schwierigkeit mit Malfoy im Zug? Ja? Nun, mit Expelliarmus wäre das alles sehr viel einfacher gewesen. Das Zauberbuch liegt da drüben. Danke. Ich erinnere mich, Expelliarmus. Ja. Wir können das gerne so beibehalten, dass die Bücher einfach rumliegen und ich nicht immer irgendwelche Aufgaben erfüllen muss. Hier laufen auch wieder Leute rum. Expelliarmus ist der Entwaffnungszauber, den wir eigentlich von Professor Lupin lernen würden, den wir schon im Zug kennengelernt haben. Jetzt ist Hermine dem Ganzen etwas zuvor gekommen. Ich werde jetzt hier nicht auf die ganzen Abweichungen zum Film und zu den Büchern eingehen, sondern mich an dem erfreuen, doch in den Gang und üben Expelliarmus. Was hier eben aufgegriffen wurde von den Büchern und von den Filmen. Und bisher macht es wirklich einen sehr, sehr hübschen Eindruck. Es sind viele Türen hier. Ich bin mir... Mädchenschlafsaal. Die Tür gab es früher definitiv nicht, das weiß ich. Weil ich mich immer gewundert habe, wo es denn zum Mädchenschlafsaal geht. Jungenschlafsaal, da kommen wir her. Und das schwarze Brett, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Hinweis lesen. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Weil ich mich erst orientieren musste, Honk. Verloren, Vertrauensschülerabzeichen, zuletzt in der Eingangshalle gesehen, zu diesem schwarzen Brett bringen. Okay, dann haben wir nämlich schon gleich unsere erste Mini-Quest. Die Dementoren im Zug haben mir richtig Angst gemacht. Das ist Neville Longbottom. Das erkennt man jetzt tatsächlich schon richtig schön an den Gesichtern. In der PlayStation 1-Variante, das muss ich mal kurz erzählen. Na komm, gehen wir in den Gang, um Expelliarmus zu üben. Sei mal kurz ruhig. In der Original-PlayStation 1-Variante der Spiele 1 und 2 hat man ja fast so ein bisschen die Fotos der Darsteller verpixelt und dann als Textur über die Meshes gelegt. In der Neufassung für die PlayStation 2 hat man das Ganze einfach optisch schön animiert und aufbereitet und eben von Hand quasi designt. Und das hier scheint so ein Mix zu sein. Man erkennt nämlich ganz deutlich die Ähnlichkeit zu den Schauspielern, ohne dass es einfach nur... wie ein gescanntes Foto, das dann verpixelt wurde, aussieht. Also das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Lösung. Man weiß wirklich sofort, mit wem man es zu tun hat, wenn man denn die Filme kennt. Die werde ich mit Alex in meinem Weihnachtsurlaub auch wieder alle anschauen, alle 8. Und da freue ich mich schon total drauf. Das Harry Potter gehört für mich immer so ein bisschen in diese Weihnachtszeit. Okay, du wendest Flipendo auf mich an und ich versuch's mit Expelliarmus. Das ist doch doof. Ich soll doch Expelliarmus üben, nicht du. Okay, ich kann auf jeden Fall ausweichen. Okay, ich bin dran. Ich ziele mit Flipendo auf dich und du wirst meine Zauber mit Expelliarmus ab. Okay, Warte, du musst deinen Zauberstab noch mit Expelliarmus ausrüsten. Wollte ich gerade sagen, da fehlt doch noch was. Oh Gott. Ich habe jetzt auch wieder nur das Menü aufgerufen und es sieht jetzt völlig anders aus. Ich habe da jetzt nichts gemacht, egal. Expelliarmus. Mit Viereck oder Dreieck ausrichten. Ich wollte es eigentlich gerne auf Kreis legen, aber okay, dann. Genau so. Ja, okay. Halt dich bereit. Okay. Drei, zwei, eins. Genau
so. Ja, ich kann das halt, ne? Ja, und jetzt? Tut mir leid. Ja, warum hast du denn auch so lange gewartet? Komm halt mal in die Pötte hier.